Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Rotsteinpark zusammen mit Janus. Hallo. Jo, hallo Leute, auch von mir. Wild Western ist angesagt. Howdy, ihr Lieben. Guckt euch das mal an, eine richtig coole Bank. Hier wird ein Saloon entstehen, damit ihr einen kleinen Ausblick bekommt. Wir werden alsbald, wenn sich Craft Attack ein bisschen beruhigt hat, auch wieder routinemäßig sonntagsabends im Rotsteinpark streamen. Vielleicht sogar schon kommenden Sonntag, ansonsten spätestens übernächsten Sonntag. Und da sind wir gerade dabei, ein Wild Western Dorf zu bauen. Und die Idee ist, ihr seht das schon hier mit den Pfeilen vorgekennzeichnet, dass ein Spieler später hier durchfahren wird auf einem Pferd. Dann muss man mit dem Bogen nehmen, die Ziele abwerfen. Und am Ende gibt es sogar ein, wie nennt sich das, Janus? Ein Showdown. Showdown, ne? Kann man sowas in der Art sagen. Da wird nämlich ein Bösewicht vor der Kirche stehen. Und dann geht es um Zeit. Man spannt den Bogen. Und dann gibt's, dann muss man quasi warten. Dann kommt da ein Go. Und sobald das Go kommt, muss man loslassen. Und je nachdem, wie schnell ihr seid, die Zeit wird dann in Millisekunden gerechnet, bekommt ihr nochmal einen Bonus. Das heißt, ihr dürft nicht zu früh und auch nicht zu spät das Ganze machen. Das heißt, die Technik wird das genauestens dokumentieren, wann ihr loslasst. Und je perfekter ihr den Bogen loslasst, desto, ja, mehr Punkte bekommt ihr. Reaktionszeit testen. So. Ja, bin ich mal gespannt wie ein Flitzebogen. Schlecht. Janus, du bist ja ein richtiger Scherzbold. Okay, so, weiter geht's. Gehatet. Okay. Also, Ladies and Gentlemen, wir sind gerade dabei, hier eine Turnhalle zu errichten. Und Janus hat sich mal die Mühe gemacht, hier so diese klassischen Neonröhren einzubauen, dass man wirklich hier so eine Art richtig schönen Lichteffekt hat. Aber, weil es wahrscheinlich zu dunkel ist, werden wir dem Spieler Nachtsicht geben, sobald dieser hier mit dem Fahrstuhl unten angekommen ist. Damit ihr geupdatet seid, Leute. Wir werden zwei Fahrstühle haben. Wir werden einmal hier am Haupteingang einen Fahrstuhl haben. Der geht hier runter. Und wir werden da hinten einen Fahrstuhl haben, und zwar beim Snowfield. Da, wo jetzt gerade dieses Löchchen ist, wird später auch ein zweiter Fahrstuhl stehen. Und die Idee ist dann, dass es einen kompletten Underground-Bereich gibt. Und den nennen wir E-Sports. Ja, ist so. Ist doch so. E-Sports? Ja, das ist unser E-Sports-Underground-Bereich. Hier kannst du E-Sports machen. Ja, können wir so nennen. Ich hab da noch keine krasse Meinung zu. Fein. So, ihr Lieben, das ist die Sporthalle. Und die Idee, für die sie noch nicht mitbekommen haben, ist, dass man als allererstes verteilt man sich. Die Hallen werden alle mal gleich aussehen. Gelb, blau. Man verteilt sich. Und wenn alle Spieler anwesend sind, drückt ein Spieler auf Start. Jetzt werden wir einem Team zugewiesen. Der Hallenboden wird geladen und das Game startet. Das ist unser Spielball und der kann aktuell noch nichts. Das wollen wir ändern. Der Spielball muss jetzt was können. So, und dazu müssen wir mal ganz kurz in die Technik gehen. Hier unten ist der Technikraum. Hier seht ihr, blinkt es und leuchtet es. Wir wollen dem Spielball jetzt eine Fähigkeit geben. Dazu brauchen wir einen Repeat-Command-Block. Der führt einen Befehl 20 Mal pro Sekunde aus. Das heißt, wenn wir jetzt quasi hier Joe hinpacken. Und Janus, kannst du einmal starten? Ja, warte. 3, 2, 1. So, und ihr seht, jetzt steht ganz oft Joe im Chat. Das heißt, dieser Command-Block führt 20 Mal pro Sekunde einen Befehl aus. Minecraft ist in Ticks unterteilt. Das heißt, um etwas Minecraft zu takten, was passiert, wie sich Monster bewegen, alles bla bla bla, ist sogenannte Ticks. Ticks ist nicht zu verwechseln mit FPS. FPS ist quasi, wie oft euch die Grafikkarte ein Bild von Minecraft malt auf dem Bildschirm. Ticks ist quasi, wie oft Minecraft etwas berechnet. Also wo sich gerade ein Item befindet, wo sich gerade ein Mob befindet, wann ein Zombie läuft und alles. Und das macht Minecraft 20 Mal pro Sekunde. Wenn das Spiel schlechter läuft oder nicht so ganz flüssig läuft, dann ändert sich diese Tickzahl. Dann wird es gerne auch mal etwas weniger pro Sekunde berechnet. Im Idealfall 20 Mal pro Sekunde. Das heißt, wir können 20 Mal pro Sekunde einen Befehl ausführen. Jetzt wollen wir was machen. Wir haben ein Objekt erzeugt, ein Scoreboard. Das ist quasi so eine Art Anzeigetafel. Das können wir jetzt nutzen, um etwas zu machen. Und zwar führen wir Befehl aus, als alle Spieler, die sich aktuell in der Sporthalle aufhalten. Das können wir hier mit diesen langen Syntax hier sagen. Das sind quasi Zuordnungen, die beschreiben, dass ein Spieler gerade in der Sporthalle ist. Der Spieler soll einen Wert zugewiesen bekommen. Das heißt, wir sagen quasi, ich möchte gerne einen Wert haben. Und zwar den Success-Wert haben.
Und zwar in dem Score, das wir gerade erstellt haben. Das nennt sich FP Sporthalle 1. So heißt der Score, ne? FP Sport 1. Da soll was reingeschrieben werden. Und zwar, wenn der Spieler einen Spielball bei sich führt. Das heißt, wir versuchen, dem Spieler den Spielball aus dem Inventar rauszunehmen. Wir geben ein Clear at S und jetzt geben wir mal einen Spielball. Das heißt, hier haben wir den Spielball. Das muss ich mal ganz kurz suchen, dass wir eine Syntax haben. Dieses... Wo ist das Ding? Da ist das. Dieses hier ist unser Spielball, mit dem gespielt wird. Und wir versuchen jetzt, dem Spieler diesen wegzunehmen. Und wisst ihr, wie oft wir ihn wegnehmen? Nullmal. Werdet ihr sagen, so, warum? Das ist, hä? Warum sollte ich dem Spieler nullmal versuchen, einen Spieler wegzunehmen? Ja, jetzt passiert Folgendes. 20 Mal pro Sekunde wird ein Befehl bei allen Spielern in der Sporthalle ausgeführt. Und der Befehl, der ausgeführt wird, ist, versuche dem Spieler einen Spielball wegzunehmen. Es geht nur um den Versuch. Wenn der Command-Block merkt, oha, ich könnte ihm jetzt den Spielball wegnehmen, dann speichert er das in einem Score, und zwar dieses FPSP1. Und wenn wir jetzt einmal ein Spiel starten, Leute. Janus, geh mal auf die Seite da und nimm den Ball bitte nicht an. Einmal auf die gelbe Seite gehen und warte dort. Nicht den Ball nehmen. Geh jetzt mal kurz hinweg. Warten. Der Ball liegt jetzt auf dem Boden. Und jetzt machen wir folgendes. Scored und checked ist der Display Sidebar. Wir zeigen uns mal bei rechts am Bildschirmrand das an. Und ihr seht, das ist bei beiden von uns 0. Janus, nimm mal den Spielball jetzt in die Hand. So, ihr seht, rechts ist jetzt Janus Wert auf 1 gegangen. Das heißt, diese Technik findet jetzt heraus, ob jemand einen Spielball in der Hand hält. Werf ihn mir mal zu. Ihr seht, der ist jetzt auf 0 gegangen, der Wert bei Janus. Und mein Wert geht auf 1 in dem Moment, in dem ich ihn aufsammle. Das heißt, die Technik versucht, den Spielball wegzunehmen und erkennt das und setzt den Wert auf 1. So, und jetzt haben wir quasi die Möglichkeit, den Spieler, der einen Spielball festhält, zu finden. Denn jetzt können wir quasi sagen, execute einen Befehl als alle Leute, die den Spielball gerade festhalten. At A, Scores, das ist ja, was wir gerade haben. Freizeitpark, Sporthalle 1 gleich 1. Das heißt, wenn es einen Spieler gibt, der quasi diesen Wert auf 1 hat, dann machen wir was mit dem Spieler. Und zwar Run. So, und dann führen wir jetzt etwas aus. Das gleiche führen wir auch mit all den Spielern aus, die den Wert auf 0 haben, also die keinen Spielball bei sich haben. Alle, die den Spielball haben, bekommen einen Effekt, und zwar Slowness. Für 5 Sekunden 255 True. Der Spieler kann sich nicht mehr bewegen. Und alle Spieler, die das nicht haben, bekommen diesen Slowness-Effekt sofort abgezogen. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig programmiert habe, müsste ich jetzt mich nicht mehr bewegen können, wenn ich den Ball in der Hand halte. Und so, ich laufe jetzt einfach mal W vorwärts. Und zack, ihr seht, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann so viel W drücken, wie ich will. Sobald ich den Spielball mit Q werfe, kann ich wieder laufen. Ich habe den Spielball in der Hand und ich bleibe sofort stehen. Wir sollten das Item unsichtbar machen und dann jemanden in die Hand drücken. Ja, wäre ein lustiger Prank. Just so. A prank, bro. Jetzt ist das Problem, dass ich quasi noch springen kann. Beim Springen kann ich mich noch vorwärts bewegen. Das heißt, wir müssen auch daran denken, dass man springen kann. Das heißt, wir müssen diese gleiche Technik nochmal machen. Und zwar fürs Springen. Statt Slowness müssen wir jetzt machen Jump Boost. Und den Jump Boost machen wir jetzt auf 128. Wenn ich mich richtig erinnere, wir müssen genau die Hälfte 128 müsste genau die Hälfte von 256 sein, oder? Ja, ne? Ja, das ist 128. So, das müsste meiner Meinung nach, glaube ich, der Wert sein, mit dem der Jump Boost, der wird ja immer höher, der Jump Boost werden. Sobald 128 ist, müsste es eigentlich negativer Jump Boost sein, wie Minecraft funktioniert. Mal gucken. Genau. Ich kann nicht mehr springen. Doch, ich kann auch springen, aber ich bin im Creative. Adventure-Modus. Kann ich jetzt nicht mehr springen. Ah, ich kann immer noch, ich kann trotzdem noch sprinten. Ich kann ein bisschen cheaten. Was? Wie kannst du denn cheaten? Ja, indem ich quasi sprinte und eine Leertaste spamme. Das ist jetzt die Frage, das ist jetzt das größte Problem von allen. Wir können den Spieler nicht freezen. Freeze! Okay, ihr seht, Leute, die einfache Lösung ist leider niemals immer die richtige Lösung. Deshalb, wir müssen jetzt was ändern. Das ist zwar sehr geil, das Problem ist auch, man könnte wirklich cheaten. Ich könnte jetzt quasi hier mit dieser Cheat-Technik mich hier nach vorne bewegen. Buh, Cheater! Nee. Josef, du Schummler. Ja, okay, Leute. Dann versuchen wir es nochmal neu. Machen wir es nochmal neu. Also, wir reißen das alles ab. So. Dann machen wir es anders. Machen wir es ganz anders. Und zwar,
So, da ganz kurz nachdenken. Wir können Folgendes machen. Wir können jetzt eine sehr komplexe Befehlskette machen. Ich habe eine Idee, wie wir das machen, Leute. Und zwar... Oh Gott. Leute, seid ihr bereit für Big Brain? Seid ihr bereit für richtig crazy Big Brain? Big Rebane. Area Effect Cloud. Es gibt in Minecraft Area Effect Clouds. Das sind Wolken, die einfach verschwinden. Wir können sagen, dass die Wolke nach 2 Ticks verschwindet. Und wir heißen die Talk-Wolke mal FP-SP-SP-1-Fix. Das ist jetzt der Name einer wunderbaren Effekt-Cloud. Wenn ich diesen Befehl ausführe, entsteht hier bei mir eine Effekt-Cloud. Seht ihr diesen blauen Strich mal kurz auf Lumpen dort? Dieser blaue Strich ist eine Effektwolke. Und die bleibt genau für 2 Ticks da. Also 2 Zwanzigstel Sekunden. Eine Zehntelsekunde. Für eine Zehntelsekunde bleibt die Wolke kurz da. Ja, wenn ich jetzt diesen Delay hier ein bisschen länger mache, auf 20 ist es eine Sekunde. 21. Wenn ich den noch größer mache... Ah ne, ist ein Rig. Falsch. Das ist falsch. Duration. So, da wollte ich gerade sagen. Wenn ich hier 20 eingebe, dann ist das genau eine Sekunde. Eins. Weg. 21. Ne. So, und den mache ich jetzt aber auf 2 Ticks. So, jetzt aber. 2 Ticks. Okay. Nun kommt der komplizierte Teil. Wir machen Folgendes, und zwar wir executen als alle Spieler... Oh, meine Tastatur macht Ärger. Scores. Also alle Spieler, die gerade diesen, wie nennt sich das mal, Freizeitpark Sport 1 Wert auf 1 haben. Crazy. Wir machen dann Befehl, und zwar Run, Summon. Jetzt kommt da diese Area Effect Cloud bei diesen Spielern hin. So. Wichtig ist erstmal zu sagen, dass das bei den Spielern ist. So, bei den Spielern wird nun diese Area Effect Cloud erzeugt. Sobald ich den Ball habe, entsteht unter mir eine Area Effect Cloud. Wir probieren es aus. So, mal gucken, was passiert. Ja, ihr seht, sobald ich das habe, seht ihr, dass ich jetzt quasi diese Area Effect Cloud hinter mir her, dass die da hinter mir herläuft? Die ist quasi da, wo ich gerade bin. Solange ich den Ball habe. Und jetzt kommt der Big Brain Teil. Wenn die Area Effect Cloud da ist, dann teleportieren wir den Spieler einfach an diese Stelle. Und zwar wieder, wir führen einen Befehl als alle Spieler aus, die gerade den Ball in der Hand halten. Und sagen jetzt einfach, Junge, teleport Junge. At S, also den Spieler, zu der nächsten Typ gleich R, A, S, wie? Was? A, B, C, D. Wie? At E, Typ gleich Area Effect Cloud, hallo, Area Effect Cloud, Tag gleich, Freizeitpark, Sport, Fix. Nee, erst 1 und dann Fix. So hieß die, glaube ich, oder? Hieß die Fix? Ja. SP1 Fix. Das ist der Name der Effect Cloud. Limit 1. Distance mindestens 5 Blöcke drumherum. So, da möchte gerne der Spieler hingeteleportiert werden. Das heißt, wir sagen quasi Teleport at S dorthin, wo die Area Effect Cloud ist, bei gleicher Ausrichtung. Ja, ne? Hm. Okay, was passiert? Let's try it. Wenn ich jetzt den Ball in die Hand nehme, dürfte ich mich nicht mehr bewegen können. Ah, okay. Jetzt ist das Problem, dass meine Kamera eingeschränkt ist. Ich werde teleportiert, wie ihr seht. Wenn ich die loslasse, werde ich nicht mehr teleportiert. Okay, aber meine Kamera ist eingeschränkt. Das ist nicht gut, aber auch das Problem lässt sich lösen. Und zwar... Wir müssen es noch komplizierter machen? Ja. Noch komplizierter ist auch gut. Kann ich dem Spieler nicht sagen, dass seine Kameraperspektive frei ist? Nein. Und das liegt daran, dass ich gerade zu der Area Effect Cloud teleportiert werden muss. Das heißt, wir müssen den Befehl andersrum machen. Die Area Effect Cloud muss den Spieler zu sich teleportieren, nicht der Spieler zu Area Effect Cloud. Denn wenn die Area Effect Cloud den Spieler zu sich teleportiert, kann die Area Effect Cloud sagen, okay, der Spieler darf sich noch so ausrichten, wie er will. Er muss nur von der Position da bei mir warten. Ist gar nicht kompliziert, Leute. Chillt eure Basis, Diggers. Oh Gott, ey, okay. Okay. Wir führen einen Befehl aus. Als, so, erstmal gehen wir davon aus, dass es nur eine Area Effect Cloud gibt. Deshalb gibt es auch nur einen Spieler, der diesen Wert hat. Dann sagen wir quasi, execute if, wenn es einen Spieler gibt, der diese Bedingung erfüllt. Also wenn es einen Spieler gibt, at P, der die Scores von FP Sport 1 gleich 1 hat, dann... wird der Befehl ausgeführt als die Area Effect Cloud Typ gleich Area Effect Cloud Tag gleich SP Fix. Und davon gibt es auch nur eine. Ja, Tag FP Fix.
Limit 1. Run. Nee, bei der Aerith-Flot. Add S. Run. Teleport. Add P, den Spieler, der von Freizeitpark Sport 1 gleich 1, also den Ball in der Hand hält, an die Stelle, wo ich bin, mit der gleichen Blickausrichtung. Das heißt, jetzt gebe ich, theoretisch könnte ich jetzt hier irgendeine Blickausrichtung eingeben, aber ich gebe hier keine Blickausrichtung ein, damit quasi der Spieler sich frei bewegen kann. Let's try it. Mal gucken, was passiert. Da ist der Ball und ja, Mann. Okay, jetzt werde ich allerdings hin und her teleportiert, weil wir mal zwei Area-Fact-Clouds haben. Ich muss den Ball kurz loswerfen. Das liegt daran, dass quasi, ja, da müssen wir ganz kurz Folgendes machen. Wir müssen die Area-Fact-Cloud tatsächlich nur mit einem Tick von 1 spawnen, dass die sofort despawnt. Jetzt haben wir es geschafft. Aber jetzt dürfte auch nicht mehr dieser Glitch entstehen. Wir nehmen die auf und... Ah, jetzt passiert gar nichts mehr. Ja, weil die Area-Fact-Cloud jetzt zu schnell despawnt. Das ist jetzt nicht gut. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ich glaube, die Duration nehmen wir mal komplett weg. Wir sagen einfach, dass Area Effect Cloud, die müsste nach der Befehlskette gelöscht werden, diese Area Effect Cloud. Try it again. Jetzt bin ich gespannt, ob es klappt. Die Grundidee war richtig. Nur die Umsetzung war noch nicht so gut. Nee, es ist immer noch nicht so. Die Area Effect Cloud ist da, aber ich werde nicht richtig teleportiert. Wo ist der Fehler? Jetzt muss ich den blöden Fehler finden. Das ist immer tricky, ne? Super nervig ist das. Okay, ist der Fehler eventuell, dass der Wert nicht richtig gesetzt wird? Da, ich habe den Wert. Ich habe den richtigen Wert. Nein. Dann nächster Versuch. Da muss der Effect Cloud tatsächlich wieder länger sein. Dann also doch. Komma Duration Doppelpunkt 2. Bei Duration 2, ups, die Folge ist eigentlich zu Ende. Egal, machen wir sofort eben zu Ende. So, jetzt klappt es wieder. Aber ich werde hin und her teleportiert, weil es zwei Effect Clouds sind. Okay, Lösung. Wir sagen der Teleportierungstechnik, dass bitte nur eine Area Effect Cloud ausgewählt wird. Limit gleich 1. Komma vom Command Block aus Sort Nearest. Ah. Ja, aber das Problem ist, der Spieler spawnt neu. Ne, okay. Mal gucken, was jetzt passiert. Okay, es glitscht noch ein bisschen. Jetzt bin ich echt verwirrt, Janus, wie ich die Technik mache. Okay. Die einzige Lösung, die mir jetzt gerade in den Sinn kommt, Leute, ist, dass wir nicht mit einer Area Effect Cloud machen, sondern dass wir einen Armor Stand nehmen. Ein Armor Stand, den wir einfach zu dem Spieler hin teleportieren und ihn dann fixen. Also quasi, sobald ein Spieler einen Ball aufsammelt, ja klar, es wird ja sonst, ja genau, ja. Das Problem ist, wir haben halt immer eine neue Area Effect Cloud, die gespawnt wird. Es wird immer eine neue Area Effect Cloud gespawnt. Und dann noch das mit dem Jump Boost. Oder gibt es eine Möglichkeit, einen Jump Boost zu machen, dass der Spieler sich wirklich nicht bewegen kann? Vielleicht, liebe Zuschauer, seid auch ihr smart. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eine Lösung habt, wie wir per Command-Blöcke dafür sorgen können, dass ein Spieler sich nicht mehr bewegen kann. Der Spieler darf nicht mehr bewegen. Er darf sich nur noch umdrehen und jemand anderen einen Ball zu werfen. Ich bin mal gespannt, ob ihr da eine Lösung findet werdet und findet das Design, was Janus hier an den Tag legt, echt cool. Jo, hier haben wir es so, dass jetzt die Hallen beidseitig runtergehen, also zur Mitte, weil wir noch ein drittes Spielfeld hier bauen. Okay. Das wird dann ziemlich lustig, glaube ich, aussehen. Ich würde mal sagen, das Design ist sportlich. Okay, jetzt haben wir beide unseren schlechten Witz heute. Ja, wir haben heute so schlechte Witze gemacht, Leute. Wir wollen euch damit nicht länger unter Druck setzen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald und ciao, Leute. Ciao.